Es ist endlich Weihnachtszeit und das wollen wir auch hier feiern in Minecraft Hexacore. Hi! Schönen Tag, guten Morgen! Alles klar, wie geht's dir? Freust du dich auch so, dass Weihnachten ist? Oh Mann, ich hoffe, wir kriegen ganz viele coole Geschenke! Aber, oh, die Kekse! Halt! Nein, 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 meine Kekse. Hier, das sind meine Kekse, die habe ich gebacken. Ich war nämlich ganz fleißig und habe ganz viele Kekse gebacken. Ich zeige euch die ganz gleich mal. Hier vorne haben wir den Easy Mouse Shop. Und da ist Cora mit drauf. Hier, ganz groß, als Regenbogen-Cora. Oh, und unser Weihnachtsdesign, was jetzt nach Weihnachten aus dem Shop wieder rausgeht, denn Weihnachten ist ja auch bald vorbei. Es ist noch gar nicht da und es ist fast schon wieder vorbei. Warum muss es jedes Jahr immer so kurz sein? Warte mal. Was ist das hier? Es ist, wir sind eingeschneit worden. Oh mein Gott, es hat ja richtig nice geschneit. Oh, wie cool. Ich will runter. Okay, lasst mal gucken. Was ist denn hier los? Der Schnee ist richtig durch unsere Tür eingebrochen. Oh, Moment mal. Ist hier was kaputt gegangen? Oh, es ist alles... Oh mein Gott, der Schnee hat mein Haus ein bisschen kaputt gemacht. Ist ja ärgerlich. Naja. Lol, was? Da steht ein Reh in meiner Küche. Wieso? Das sind meine Kekse, die habe ich gebacken. Du kannst nicht einfach meine Kekse fressen, was? Mampf. Na toll. Kann ich vielleicht wenigstens mal vorbei, du dickes Ding hier? Dankeschön. Ich muss euch mal zeigen, was ich hier gemacht habe. Leute, ich war nämlich extrem fleißig. Hier ist mein Rezeptbuch, hier ist mein Kessel und da ist mein Ofen. Und ich habe Kekse gemacht. Und zwar ganz viele verschiedene Sorten, die ich hier nämlich gemacht habe. Warte mal, wir sind eingeschneit. Das heißt, wir brauchen eine Schaufel. Am besten, wir benutzen die Keksschaufel. Hier, mit Hafermilch. Das sind sogar Hafermilchkekse. So, jetzt gehen wir durch hier. Zack, da einmal den Schneeberg. Oh, jetzt haben wir Schneebälle. Wie nice. Ja, mega. Hier sind noch mehr Rentiere. Ich habe mein ganzes Haus geschmückt. Und jetzt sind hier einfach die ganzen Rentiere hergekommen. Sind das überhaupt Rentiere oder sind das normale Rehe? Weiß ich gar nicht. Niemand hat irgendwas... Ach, das ist eine Pfeife, die er gerade raucht. Ich wundere mich gerade, was er da in seinem Mund stecken hat. Ja, mega. Wer ist denn das da? Hallo? Hallo? Wer bist du? Warum bist du so klein? Ho, ho, ho! Tschi! Mann, das kalte Wetter macht mir echt zu schaffen. Ihhh! Weihnachtsmannrotze! Schleim! Ah! Was? Herr Weihnachtsmann? Entschuldige den ganzen Schnee überall. Ach, wo immer ich bin, schneit es. Moment mal, warum sind sie so klein, Sir? Ach, nun, mein Kind, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Oh Gott, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich wünsche mir, eine Packung Schokolade. Mir fällt nichts ein. Ich will gar nichts, ich habe keine Wünsche. Aber ich will trotzdem Schokolade. Das ist alles. Und zwar die Vertrag. Ach, das wird wohl dieses Jahr nichts. Denn Rudolf ist verschwunden. Er hat sich losgerissen, als wir hier eine kurze Pause machen wollten. Okay. Rudolf, das Rentier, ist verschwunden? Ach, wenn wir Rudolf nicht schnell finden, ist Weihnachten dieses Jahr gestrichen. Oh nein! Das wäre ja schrecklich! Wobei, kriege ich dann alle Geschenke, die sie dabei haben? Dann wiederum wäre es ja völlig in Ordnung, Sir. Was machen wir? Woran erkenne ich denn Rudolf? Können Sie mir das sagen? Ich versuche, ihm zu helfen. Naja, daran, dass er ein Rentier ist. Außerdem malt er sich seine Nase immer rot. Das ist so ein Marketing-Gag von ihm. Okay, Rudolf. Alles klar. Ja, Rudolf weiß, wie man sich vermarktet und immer im Mittelpunkt steht. Aber jetzt geh schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich dachte, darum geht's, dass sie den ganzen Tag Zeit haben, weil sie nichts zu tun haben, wenn Rudolf nicht... Okay, alles klar. Gut, Herr Weihnachtsmann, ich suche ihn, Rudolf. Kein Problem. Hi, bist du Rudolf? Oh, die Kekse sind so lecker. Hast du die gebacken? Ja, habe ich tatsächlich. Du musst mir mal das Rezept geben. Nö, muss ich gar nicht. So, jetzt lass mich da mal hindurch. Den neuen Weihnachtsmann-Schleim nehmen wir ja mal da vorne hin hier. Hast du Rudolf gesehen? Hast du? Wir warten wieder auf Rudolf. Immer hat er extra Wünsche. Ja, deswegen habe ich auch gerade gefragt, ob du ihn gesehen hast. Wie soll ich ihn denn finden? Okay, rote Nase. Wir müssen nach einem Rentier Ausschau halten mit einer roten Nase. Können wir nicht fliegen? Theoretisch? Wir können doch eigentlich... Warte mal, suchen mal. Oh, ist da ein Weihnachtself auf meinem Dach? Ist ja süß. Wir müssen Rudolf irgendwo finden. Warte mal, ich könnte vielleicht sogar... Lass uns mal schauen. Wir könnten eigentlich sogar... Ah, hier mal landen. Maya! Hi, was geht? Bist du da? Hi, 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 hi. Hier hinter dir. Hallo. Wieso siehst du mich denn nicht?
Warte mal, Maya, ich wollte nur mal ganz kurz vorbeischauen. Hast du... Easy, wo hast du so lange gesteckt? Ach so. Oh, ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war bei einem Jungen in so einem Untergrundding unterm See. Und dann sind wir zur Hexe aufgebrochen. Nein, nicht aufgebrochen. Sie hat uns eigentlich nur entführt. Und dann waren wir bei der Hexe eingesperrt. Dann sind wir von der Hexe ausgebrochen. Und ja, das war eigentlich die Geschichte. Ja. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du Rudolf... Was? Ein Glück geht es dir gut. Wie konntest du der Hexe entkommen? Mit dem Jungen zusammen. Wir sind zusammen ausgebrochen. Wir haben es irgendwie geschafft jedenfalls. Und bin ich mit dem Besen weggeflogen. Naja, wir sollten mit dem Jungen reden. Aber ich wollte gerade Norbert füttern. Treffen wir uns dann nachher am See? Ja, kein Ding. Alles klar. Dann geh mal Norbert füttern. Was ist jetzt mit Rudolf? Maya! Oh nein, jetzt ist sie weggelaufen. Okay, wie machen wir das? Sie hat ein Fernrohr. Wir müssen Rudolf wiederfinden. Wenn ich Rudolf wäre, wo würde ich mich verstecken? Wahrscheinlich irgendwo im Mittelpunkt, weil er hat ja so ein... Er möchte ja die Aufmerksamkeit mit seiner roten Nase. Das heißt, er muss irgendwo sein, wo er Aufmerksamkeit bekommt, wahrscheinlich. Ist das nicht der Hund? Doch, da ist Norbert. Aber wo ist Maya jetzt hin? Keine Ahnung, vielleicht holt sie gerade Hundefutter oder sowas. Okay, wir gucken mal. Oh, der Baum da hat keine Wurzeln. Der schwebt da einfach. Ein fliegender Baum. Gar kein Ding. Wenn wir von irgendwo oben gucken vielleicht. Ich glaube, ich nehme doch mal meinen Besen. Wir müssen nur irgendwo raufkommen, von wo wir aus gut losfliegen können. Das... Ist das Rudolf? Warte mal. Rudolf! Bist du's? Hey, du da unten! Bist du Rudolf? Ich hab... Ja, das ist er! Yo, yo, yo! Was geht ab? Ich hab meinen kalten Hintern in deinem Pool aufgewärmt. Okay, Rudolf. Nicht so viel. Was? Ja, der ist halt wirklich warm, der Pool. Weihnachtsmann, immer dieser Weihnachtsmann. Die Kinder werden von Jahr zu Jahr gieriger. Okay. Ja, das mag schon sein, aber du musst zurück zum Weihnachtsmann. Was macht es schon, wenn die ein Jahr mal keine Geschenke kriegen? Ich brauche Urlaub. Rudolf, du bist ein Rentier, das ist deine Aufgabe. Du hast das ganze Jahr hat er frei, nur zu Weihnachten muss er einmal im Jahr arbeiten. Wo immer der alte Sack hingeht, es ist kalt. Das halte ich nicht mehr aus. Ach, Rudolf, komm schon. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Maya hat bestimmt irgendwo ein Feuerzeug oder sowas, das wir ihm mitgeben können. Dann kann er sich immer ein Feuer machen. Ich meine, sie hat hier einen Lava-Eimer. Sie hat einen Lava-Eimer. Warte mal, wir schenken Rudolf einen Lava-Eimer. Dann ist ihm auf jeden Fall... Wenn er sich an die Lava setzt, ist ihm immer warm. Rudolf, komm mal her, hier rüber. Ich habe hier was für dich. Schau mal. Sieht das nicht gut aus? Guck mal hier vorne. Nun ja, das klingt gar nicht so schlecht. Lass mal sehen. Ja, ja, guck mal. Hier ist ein Lava-Eimer. Du musst einfach nur hier so einmal abmachen. Und dann stellst du dich daran. Und dann hast du für immer... Ich drop dir mal den Eimer. Rudolf! Rudolf? Alles okay? Kommst du raus? Rudolf ist hitzeresistent. Oh Mann, danach habe ich mein Leben lang gesucht. Danke. Okay. Rudolf, brennst du nicht in der Lava? Warte mal, was machst du denn jetzt? Also, gehst du zurück zum Weihnachtsmann? Vergiss die Lava nicht. Naja, ja, ich gehe zurück, wir sehen uns. Okay. Okay, Rudolf hat jetzt was zum Aufwärmen. Ich meinte eigentlich, dass du dich an die Lava stellst und nicht in die Lava. Bis später, Rudolf, alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Okay, Freunde, ja, cool, dann gehen wir zurück zum Weihnachtsmann, oder? Am besten, wir fliegen von oben, dann sind wir nämlich schneller. Jetzt habe ich hier schluffige Erde, was ist denn das? Schluffige Erde, klingt eigentlich ganz süß. Wir müssen nur hier hoch, so, und zack, den Besen einmal starten, Motor an und jetzt zurück zum Weihnachtsmann. Das hat sich gereimt, oh Mann. Hier runter und da sind wir auf unserem Haus, mega nice. Hier ist der Schlitten, guck mal, hier ist der Schlitten vom Weihnachtsmann. Und da sind scheinbar ein paar Rentiere vor. Die anderen sind unten. Warte, habe ich meine Schaufel noch? Nee, das heißt, da komme ich nicht rein. Ich hab ja zum Glück einen Dachpool, in dem ich mich aufwärmen kann. Brauche also gar keinen mobilen Lavaofen oder sowas. Okay, dann gehen wir mal runter hier. Alles klar, Rentier, ich bin wieder am Start. Rudolf? Ist Rudolf hier irgendwo? Da ist Rudolf! Da vorne in der Ecke. Hey! Na, alles gut, Kollege? Hallo, Herr Weihnachtsmann. Ich hab Ihnen Rudolf mitgebracht. Rudolf ist zurück. Er hat zwar einen verkohlten Hintern, aber er sieht zufrieden aus.
Ja, er hat so sein Hintern in Lava gebadet. Danke für deine Hilfe. Ich habe ein Geschenk für dich. Es steht unterm Baum. Unter dem Baum da? Okay, der Schneeball? Danke. Ich muss los zu den Kindern. Wir sehen uns nächstes Jahr. Okay, tschüss Weihnachtsmann. Ich muss auch los. Ich muss mein Geschenk finden. Wo hat er das hingemacht? Ah, vielleicht unter dem Baum. Ah, hier, guck mal. Hier sind Geschenke. Oh mein Gott, hier sind zwei Geschenke. Aber er hat gesagt, er hat nur ein Geschenk für mich. Welches denn für mich? Und für wen ist das andere Geschenk? Warte mal, welches ist für mich? Was denkt ihr? Das rosane oder das blaue? Welches soll ich öffnen? Ich glaube, ich mache das rosane auf. Oder ich mache das blaue auf. Nein, ich mache das blaue auf. Oder das rosane? Oder das blaue? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen das blaue auf. Ich will wissen, dass es ein blauen ist. Blau ist meine Lieblingsfarbe, deswegen... übrigens ist 22 meine Lieblingszahl, wer das sich auch schon immer gefragt hat. Schreibt mir eure Lieblingszahl und eure Lieblingsfarbe. Nein, schreibt nur eure Lieblingszahl in die Kommentare. Ich glaube, Lieblingsfarbe habe ich schon mal gefragt. Und zack! Merry Christmas to Easy! Was ist da drin? Was haben wir bekommen? Warte mal, was haben wir bekommen? Wir haben ein Spellbook bekommen? Okay, das ist richtig gut für unseren Wand. Das können wir drauf machen. Dann haben wir einen neuen Zauberspruch. Woher wusste der Weihnachtsmann denn das? Ah, raus aus dem Wasser. Wir haben ein Propellerhead? Okay. Lol. Da sehen wir ja völlig blöd aus. Danke, Herr Weihnachtsmann. Ah. Warte mal, was? Wie kriegen wir denn? Wir kriegen ja jedes Mal Schaden hier. Oder? Nee. Hä, ich weiß auch nicht, warum haben wir gerade... Keine Ahnung, oh mein Gott. Wir haben Propeller bekommen. Cora, hi. Ich glaube, das rosane Geschenk könnte für dich sein, oder? Willst du das mal aufmachen? Guck mal, was drin ist. Ich bin gespannt. Mal gucken. Cora baut es ab. Soll ich dir helfen? Oh, was war da drin? Hast du was Schönes bekommen? Warte, was? Ey! Ey, Moment mal. Sie wirft Wasser auf mich. Wie machst du das? Hast du Wasser bekommen oder was? Okay, keine Ahnung, was Cora da drin hatte. Irgendwie vielleicht Wasserballon. Nein, das sind Wasserballons, oder? Nein, das sind Rauchgranaten. Okay, nein, das kann ich mal gucken. Cora, hey! Na toll, er hat ihr irgendwelche Items geschickt, mit denen sie mich ärgern kann. Na wunderbar, jetzt hat Cora ihren Spaß. Was haben wir noch bekommen? Wir haben noch ein Sparschinken. Wir haben Sparschinken bekommen. Hä, wie cool. Nicht schlecht, Herr Weihnachtsmann. Dankeschön. Ein kleines Sparschinken. Kann ich da Sachen reinmachen? Warte mal. Mann, ich kann nichts mehr sehen, Cora. Na toll, jetzt müssen wir zum Haus zurückkriechen. Wo machen wir das hin? Ah, das Tier ist noch da. Warte mal, der Weihnachtsmann hat dich vergessen. Toll, jetzt kommt er gleich wieder, weil er das nächste Rentier vergessen hat. Wahrscheinlich. Ich mach mal das Sparschinken hier in mein Zimmer. Warte, so. Und jetzt haben wir hier ein Sparschinken. Richtig süß. Da können wir sogar was reinmachen. Komm, wo kommst du her? Okay, da können wir wirklich was reinmachen. Und was haben wir noch bekommen? Lass mich mal... Toll, jetzt kommen wir wieder hier nicht durch. Wo ist meine Schaufel? Hier ist meine Schaufel. Zack! Okay, und wir haben hier noch... Das ist die kleinste Violine der Welt. Wo ist die überhaupt? Ich kann die gar nicht sehen. Warte mal. Doch, da! Oh mein Gott, in meine Hand... Und die bewegt sich richtig. Als ob, wie cool. Oh mein Gott, richtig nice. Ja, cool, alles klar. Das sind dann unsere Weihnachtsgeschenke. Hätten wir die eigentlich heute schon aufmachen dürfen? Ist doch egal. Kein Ding. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, dann war es das hier mit unserer kleinen Folge von Minecraft Hexe. In der nächsten Folge treffen wir uns dann wahrscheinlich da vorne am See. Zusammen mit Maya. Okay. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta!